Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Fashionhasen. Es geht ab. Ziff, Dänemark. Wir sind hier live in Kopenhagen. Freuen uns mega auf eine geile Zeit mit unserem eigenen Stand. Endlich raus aus Deutschland, rein nach Europa. Wir sind ab morgen dort, bauen jetzt heute auf, freuen uns auf unser Team, freuen uns auf unseren Stand, freuen uns auf unsere Kunden. Seid dabei, auf geht's. Können wir den hier wegräumen? Lass ihn bitte wegräumen. Frühsport ist wichtig. Auf geht's! Da haben wir links, rechts wenigstens frei. Aber dann hast du nicht das Arena-Prinzip von der Vivi. Das fand ich auf der letzten Messe, ist aufgefallen. Kleinigkeit hat die besten Cocktails. Komm vorbei. Was nochmal? Gleich alles schon aufgebaut ist, rastig ausgleich. Ich auch. Bist schon am Schaffen, Janni. Zettel wieder ranmachen, damit hier alles ordentlich Da hat ja noch nie irgendwas getroffen. Warum? Zwei drinnen, zwei oben, jetzt mach. Ey, den mach ich mit links. Nee, da muss ich mich auch noch anstrengen jetzt. So, aufpassen, der ist jetzt genau One Touch im Loch. Ja, war Spaß. Und ich treffe nie was. Tatsächlich spielen, du musst halt früher erreicht, dann kriegst du das. Hast du es drauf eigentlich? So, das war's schon wieder. Unsere Ziff-Karte im Einsatz.
auch mal endlich mit Leon wieder am Start. Ich habe mich sehr gefreut. 3 Tage lang haben wir hier in Kopenhagen schön für Probleme gelöst. Wir freuen uns auf alle, die uns besucht haben, sogar aus Italien, Holland, Dänemark. Also wir werden in ganz Europa neue Kunden haben. Textilium war da, hat mich sehr gefreut. Super Austausch. Kressmode, CB-Moden. Also alle waren da, alle haben uns besucht. Jetzt geht's zurück. Wir werden jetzt langsam auswerten, was passiert ist. Und freuen uns auf die nächste Woche, weil dann geht's immer weiter mit der neuen Kollektion. Also seid gespannt. Hier beginnt gerade der Sommer. Hier haben wir gerade den Winter geordert. Also jetzt geht's weiter und weiter. Wir freuen uns. Ciao, ciao. Pavoline, 11.15 Uhr. Steffen ist da. Ich habe Druck, ein Bier zu trinken. Ich würde gerne.